Das sind nicht mal nur irgendwelche Raufbolde. Das sind gut ausgerüstete Soldaten. Warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig? Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Männerlords in Bärheim. In unserer Pre-Early Access, meine lieben Freunde, haben wir jetzt ein paar kleinere Versorgungsprobleme, denn wir haben eine ganz wichtige Sache rausgefunden. Wir haben einen Marktplatz, das ist ja bekannt, und der verteilt ja die Versorgungsmaterialien wie Brennstoff und Nahrung an die Gebäude, die sich in unserem Dorf befinden. Ja, da gehen ja die Leute hin und holen sich die Waren ab, die sie brauchen für ihren täglichen Bedarf. So, und jetzt haben wir aber ein Problem. Beim Brennstoff ist es so, dass die Abdeckung, wie ihr sehen könnt, wenn wir hier mal mit der Maus über Brennstoff drüber gehen, das wusste ich gar nicht, dass das geht, aber tatsächlich geht das, dass man da sehen kann, dass nicht alle Häuser oder nicht mehr alle Häuser mittlerweile im Radius drin sind. Es ist tatsächlich da hinten links ein Haus, das keinen Brennstoff mehr bekommt. Das ist unglaublich. Das heißt, das müssen wir mal fixen, indem wir den Markt ein kleines bisschen versetzen. Hier bei der Nahrungsvielfalt ist übrigens das gleiche Problem vorhanden. Da ist es sogar noch schlimmer, wie wir sehen können. Da kriegen nicht alle Gebäude das, was sie benötigen, weil sie einfach zu weit weg sind. Das heißt, der Plan ist jetzt, dass wir diesen Markt ein bisschen versetzen, von dieser Ecke hier in diese Ecke, und dass wir, wenn wir jetzt neue Gebäude aufbauen, dass wir sie jetzt nicht weiter hier nach hinten bauen, hinter diese Gebäude, die eh schon schlecht versorgt sind, sondern dass wir sie dann eher hier anordnen oder hier anordnen, dass wir sie halt näher am Markt bauen, ein bisschen mehr so kreisförmig um dieses Stadtzentrum herum, was ja auch so die Art ist, wie mittelalterliche Städte letztendlich gewachsen sind. Die sind ja um das Stadtzentrum und um den Markt letztendlich herum gewachsen. Und da hat das sich ja nicht in eine Richtung irgendwie ausgebreitet oder so. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Männerlords reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir Männerlords spielen in der Pre-Early Access. An der Stelle übrigens auch nochmal ein Hinweis. Ich habe das Datum durcheinander gebracht vom Early Access Start, ja. Der Early Access Start ist weder der letzte Freitag gewesen, es ist auch nicht der 24. April, es ist der 26. April ist der Early Access Start. Fragt mich nicht, wie ich das durcheinander gebracht habe. Dieser Review-Embargo-Termin ist der 24. gewesen und da hatte ich dann gedacht, das wäre der Termin, aber nein, das ist er nicht gewesen. Es ist der 26. Es tut mir leid, das habe ich durcheinander gebracht. Aber das ist auch manchmal echt gar nicht so einfach, weil du ständig mit irgendwelchen Embargo-Terminen und so da zu tun hast und dann bringst du das mal ganz schnell auch durcheinander. Dann verwechselst du den Early-Access-Start-Termin mit dem Embargo-Termin. Das ist halt alles, naja, alles ein bisschen chaotisch. Es ging auch alles ziemlich schnell. Egal. Jetzt haben wir es, jetzt wissen wir es, am 26. April ist es soweit. Genau. So, was habe ich hier noch gemacht? Mal ganz kurz der Hinweis, ich habe hier mal die Holzlogistik mal ein bisschen verbessert. Wir haben hier jetzt auch unter anderem ein Forsthaus, das haben wir in der letzten Episode, glaube ich, alles gemacht. Wir haben ein Forsthaus am Start, wir haben den Holzfäller jetzt noch einmal ein bisschen verlegt, dass er näher am Forsthaus dran ist. Und wir haben hier nochmal auch die Sägegrube hierhin versetzt und wir haben die Brennholzhütte versetzt. Hier nochmal am Start, ja, dass das alles schön in der Nähe ist, wo ganz viel Holz wächst. Und auch gleich direkt noch ein Lagerhaus daneben, damit die Wege für die Produktionsanlagen möglichst kurz gehalten sind. Das ist nämlich ganz wichtig. Kurze Wege sind immer gerne gesehen und wir sehen, wir haben ein bisschen ein Nahrungsproblem. 38 Bären haben wir nur noch. Dafür haben wir jetzt sehr viel Brennholz. Ja, also wir müssen jetzt als nächstes uns mal dann um die Nahrungsversorgung auch mal kümmern. Ich werde jetzt hier beim Sammler schon mal einen hinzufügen, einen Typi, damit da entsprechend dann schon gleich, wenn der Frühling beginnt, denn jetzt haben wir schon Februar, damit da auch gleich schon mal jemand sammeln kann. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, wie das ist, wenn wir jetzt den Markt abreißen und hier einen neuen bauen. Weiß ich jetzt nicht genau, wie sich das verhält, wenn wir den hier jetzt komplett abreißen. Die bauen ja ihre Marktstände selber, wenn sie Platz haben. Ich hoffe halt, die löschen die Ressourcen jetzt nicht. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Wir werden jetzt erstmal einen neuen Markt aufbauen. Und zwar haben wir ja hier den Marktplatz. Genau, und den machen wir ruhig auch schon ein kleines bisschen großzügiger, würde ich sagen. Genau, können wir mal hier so rumziehen. Füllen wir das mal richtig aus hier. Genau, füllen wir das mal richtig schön aus. Guck mal so. So, da haben wir eine neue Marktfläche jetzt ausgewiesen. So, jetzt müssen wir... So, jetzt haben sie natürlich erstmal ein Problem, weil jetzt die Dinger... Okay, da liegt jetzt nichts mehr rum.
Das ist jetzt natürlich so eine Sache. 65 Bären haben wir jetzt auf einmal. Okay. Also offensichtlich, die Ressourcen sind anscheinend noch da. Sie sind noch nicht zu sehen gerade. Naja, dann werden die das wahrscheinlich irgendwie eindrängen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, ungeschützte Waren. Genau, das liegt jetzt anscheinend da irgendwie rum. Die müssen jetzt natürlich erstmal neue Marktstände aufbauen. Das machen sie jetzt aber automatisch. So, wenn die Marktstände versetzen, jetzt kommt natürlich erstmal so eine Phase, wo sie jetzt rummeckern. Von wegen, ja, jetzt sind ja meine Bedürfnisse nicht erfüllt, weil ich kann ja nicht zum Markt gehen. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Wie gesagt, wenn die jetzt einen Bedarf nach einem bestimmten Laden haben, dann bauen die sich das ja da dann wieder auf. Und langfristig gesehen müsste es dazu führen, dass die Wege sich verkürzen eigentlich. Also, dass die Leute, die hier weiter hinten wohnen, auch besser versorgt werden können. Erst bauen, dann abreißen. Nee, das Problem ist, die bauen ja die Stände selber. Und wenn die Stände schon hier auf der Seite stehen, dann haben die ja keinen Grund, hier welche zu bauen. Weil da ja schon welche sind, verstehst du? Die bauen ja nicht zwei gleichzeitig. Ich kann ja denen nicht sagen, bau da einen Stand. Das machen die nur, wenn Bedarf für einen Stand ist. Und wenn die schon einen haben, dann gibt es keinen Bedarf für einen Stand. Also ich weiß nicht, ob es anders geht, aber so habe ich es verstanden, dass es so geht. Ja, weil sonst müsste ich fragen, wie weise ich sie konkret an, von einem auf den anderen Markt zu wechseln, ja? Du wolltest neue Lager bauen. Genau, Lagerlogistik wollen wir auch noch verbessern. Das ist richtig. Wir wollen vor allem auch nochmal in der Nähe des Marktes, wollen wir vor allem auch nochmal einen Speicher bauen. Weil ich glaube, Speicher haben wir echt nicht genug, tatsächlich. Nicht genügend Waren. Jetzt muss ich mal gucken, was fehlt. Es fehlen Steine, wa? Warte mal, wie sieht's denn aus bei Steinen? Warum fehlen die eigentlich, frag mich. Wir haben doch eigentlich so viele Steinmetze. Warte mal, das war... Ja, Steinmetz, genau. Produzieren die überhaupt noch was? Sind hier überhaupt noch Steine? Das ist eine gute Frage. Haben wir überhaupt noch Steine hier in der Gegend? Ich weiß es gar nicht. Es sieht nicht so aus, tatsächlich. Ich glaube, wir müssen ein neues Steinmetzlager aufbauen. Stimmt, das ist ja endlich die Ressource Stein. Ha! Oh oh, warte mal, die Grube kann nicht zufällig Steine produzieren, oder? Stimmt, das Lehmzeugs war ja auch alle. Oioioi, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Ich glaube, wir haben ein glitzewinzig kleines Problem. Ja, wir kriegen keine Steine mehr rein. Das ist schlecht. Warte mal, dann nimm die mal gleich alle hier raus. Warte mal, dann müssen wir das abreißen. Muss erst mal gucken, weil die nächste Steinquelle, wir hatten ja hier dieses Gebiet schon erschlossen. Die nächste Steinfolge hier ist 160, das ist hier hinten. In das andere Gebiet muss ich ja erstmal Rohstoffe hinschaffen, damit ich da bauen kann. Moment, das ist irgendwie so eine... Mach nicht so schnell jetzt. Das ist irgendwie so eine Verteilungssache. Warte mal. Packstation braucht man da, glaube ich. Nutzt dieses Gebäude zum Tauschhandelsrouten einrichten, mit deren Hilfe Waren zwischen Regionen unter eurer Kontrolle. Genau, das brauchen wir, das müssen wir machen. Was ich übrigens auch mal ausgemacht habe, muss ich auch noch mal kurz sagen, das ist Tag-Nacht-Wechsel, weil ihr gesagt habt, dass das Nacht sonst einfach zu dunkel ist, das Spiel. Also auf YouTube vor allem auch, weil YouTube-Episoden sind ja tendenziell auch mal ein bisschen lichtschwächer auch. Und genau, da ist das natürlich so eine Sache. Okay, jetzt kann ich hier trotzdem diesen Lieferando da nicht machen. Okay, müssen wir mal schauen, kann ich eine Straße rüberbauen? Ist da überhaupt schon eine Straße? Nächste Frage. Ich glaube, da ist gar keine. Kann das sein? Warte mal, zieh mal da eine Straße vielleicht mal so von hier. Können wir auch gerne ein bisschen curven natürlich. Zieh mal eine Straße von hier nach da drüben. Genau, zieh die mal da rein. Ah, guck mal, da ist doch schon eine, wie es aussieht. Na egal. Oder? Nee, die endet hier einfach. Ja, die endet da einfach. Ja, warte, dann zieh die mal noch. Zieh die mal noch näher rüber. Vielleicht wird das ja dann irgendwie connected. Müssen wir mal gucken. Genau, schön so ein paar Straßen da durchziehen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ist es connected? Nee. Moment, jetzt können wir jetzt so ein Ding machen. Benutzt Packesel, um bis zu 20 Einheiten Waren pro Reise zu transportieren. Scheint nicht zu gehen. Muss ich da vielleicht erstmal wieder die ganze Logistik am Start bringen? Muss ich da nochmal eine neue Stadt gründen? An der Packstation einen Transfer einstellen. Ist die überhaupt schon fertig? Warte mal, die hat ich hier hingestellt. Nee, die muss erstmal fertig werden. Lass mal sie mal fertig bauen. Mal gucken, was dann da geht. So, jetzt ist ja auch wieder der Winter vorbei. Das ist schon mal gut. Jetzt können sie ja hier auf den Feldern auch die Felder bestellen. Warte mal, dann mach mal hier gleich mehr Leute aufs Feld.
Damit da möglichst viele Leute arbeiten können jetzt erstmal. Und dann heben wir uns noch einen für die Packstation auf. Müssen wir mal schauen. Das müsste ja eigentlich jetzt schon gebaut werden oder vorbereitet werden. Ja, guck mal, der Ochse transportiert schon das Baumaterial darüber. Das ist schon mal gut. Weil das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt keine Steine bekommen. Ich meine, gut, ich könnte jetzt natürlich auch Steine importieren, ja. Also, wir müssten jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Wir könnten jetzt auch hier umstellen, bei der Routine einfach auf Importieren gehen. Und einfach sagen, ja gut, jetzt kostet jetzt natürlich ein bisschen was, wenn wir hier ein bisschen runtergehen vielleicht. Wir brauchen ja jetzt nicht so viele Steine. Wenn wir vielleicht einfach mal auf eine Menge von 20 gehen erstmal, dann könnten wir zumindest das Gebäude bauen. Oder sagen wir mal 15. Dann könnten wir zumindest die Gebäude bauen. Wir haben nämlich, guck mal, wir haben Regionsvermögen von 220. Ich glaube, da können wir mal uns ein bisschen was leisten, wa? Solange wir jetzt noch nicht genau wissen, wie wir die Materialien austauschen, ist das vielleicht keine so schlechte Idee. Stallfläche, 0 von 2. Stellplätze für eure hart arbeitenden Ochsen und Pferde. Wenn die Tiere nicht ausreichend Platz haben, laufen sie möglicherweise davon. Okay, aber wir haben keine Tiere irgendwie gerade, kann das sein? Barter Send. Ah, guck mal, da können wir Dinge senden. Warte mal, jetzt haben wir ja hier Bauholz, bräuchten wir eigentlich, ne? Aber Bauholz wird hier irgendwie nicht aufgelistet, oder bin ich blind? Es werden die Planken aufgelistet, Brennholz wird aufgelistet, aber kein Bauholz. Ich soll hier auf dem Packesel ordern. Ah, okay, dann ordern wir mal einen Packesel. Ah, wir müssen erstmal Waldbrand einstellen, genau. So, das ist unser Partner jetzt, Waldbrand. Aber ich kann da trotzdem kein Bauholz... Hä? Okay, das ist seltsam, das verstehe ich nicht. Das will mir nicht so... Was? Wieso haben wir, wieso haben wir plötzlich so viel Geld verloren? Was ist denn jetzt los? Wir haben plötzlich irgendwie ganz... Ich glaube, das mit dem Handel... Warte mal ganz kurz. Hat das jetzt mit dem Pferd so viel gekostet? Warte mal ganz kurz. Habe jetzt gar nicht hingeguckt. 25 hat das gekostet. War jetzt eigentlich nicht so teuer. Wie viel hatten das jetzt hier bei... Das hat eigentlich auch nur 11 gekostet hier. Das ist ja seltsam. Okay, warte mal. Mach mal keinen Handel erstmal. Mach mal erstmal keinen Handel. So, warte mal. Dann bauen wir jetzt hier mal schnell dieses Lager, was ich machen wollte. Den Speicher. Den bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Bisschen näher vielleicht an die Produktionsanlagen. Rest war Mehrwert und CO2-Steuer. 15 Steine mal 11. So teuer? Alter, 15 Steine sind so teuer? Okay, wir müssen irgendetwas von Wert exportieren, definitiv. Weil sonst können wir hier unsere Expansion nicht finanzieren, aber sowas von nicht. Da müssen wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir das machen. Mach mal die Geschwindigkeit mal nicht ganz so schnell. Ich muss mal jetzt hier ein bisschen nachdenken können. So, jetzt müssen wir mal hier nochmal schauen, wie sieht es denn jetzt hier aus? Also Brennholz bis auf die Hütte hier hinten hat jetzt alles Brennstoff. Okay, die Hütte hier hinten hat auch keinen Brennstoff. Ich verstehe ja auch nicht, warum sie die Lager, also die Stände jetzt hier so weit nach rechts gebaut haben, ehrlich gesagt. Aber okay. Nahrungsvielfalt, ja gut, da ist allgemein gerade nicht so viel am Start. Sollte jetzt aber spätestens sich ändern, wenn hier jetzt die Bären wieder gesammelt werden normalerweise. Warte mal, was ist hier hinten? Das ist der Jäger. Den Steinmetz, ja, den haben wir jetzt ja schon außer Betrieb genommen. Die Lehmgrube ist ja quasi auch außer Betrieb so ein bisschen. Was haben wir hier noch? Wo haben wir hier noch Leute drin? In der Kirche ist keiner drin. In der Taverne ist keiner drin. Wir können, glaube ich, mal einen Brennstoffmacher hier jetzt rausnehmen und nehmen den mal lieber noch beim Sammler rein jetzt. Weil wir brauchen ganz dringend jetzt diese Bären, weil sonst haben wir, glaube ich, echt ein Essensproblem hier. Und vielleicht nochmal fürs Regionsvermögen, vielleicht nochmal einen Gemüsestand oder so machen. Mal nochmal einen Gemüsestand machen hier, Gemüsebau, Anbau. Damit da mehr zusammenkommt noch. Damit wir da ein bisschen noch den Bedarf decken. Ungeschützte Waren. Ah ja, da sind noch Waren, okay. Ach, die Stiefel, okay, ja gut. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal hier zusehen. Wir hatten doch noch diese Schilde gehabt. Diese kleinen Minischilde, die wir produziert haben. Können wir die verkaufen? Warte mal, warte. Ja, hier genau. Die kleinen Schilde, die würde ich gerne verkaufen. Route erforderlich. Was kosten das? 60. Da, wenn wir jetzt 60 für die Route ausgeben und 95 bekommen, haben wir ja schon einen Gewinn gemacht.
Das machen wir mal. Establish. Selbst wenn wir da jetzt keine Schilde nachproduzieren. So, da sagen wir mal Export. Und wir behalten keine davon, weil wir wollen ja eigentlich keine kleinen Schilde machen. Sondern wir wollen ja die großen Schilde behalten eigentlich. Die kleinen Schilde können wir dann mal umswitchen, wenn wir genug große Schilde haben. Können wir da mal umswitchen und können dann sagen, okay, produziert mal wieder kleine Schilde, damit wir dann wieder welche verkaufen können am besten. So machen wir das. So machen wir das. So wird das was, genau. Ja, und dann brauchen wir ja noch Speere, genau. Da müssen wir ja auch nochmal irgendwie eine Werkstatt noch aufbauen. So, hier haben wir ja Lebensmittel. Genau, mach mal hier. Können wir hier upgraden? Bedürfnisse nicht erfüllt. Weil da jetzt Lebensmittel fehlen. Achso, Stufe 2 Nahrung fehlt, okay. Ja gut, da muss erstmal wieder ein bisschen was wachsen hier auf dem Getreidefeld, auf dem Weizenfeld. Müssen wir mal schauen. Aber die Fruchtbarkeit ist schon ein bisschen hochgegangen, glaube ich. War die nicht vorher nur bei 32? Jetzt ist sie bei 38. Ressourcen von Banditen in der Nähe gestohlen. Ja toll, jetzt stehen die noch unser Fleisch hier. Tolle Wurst. Ha, tolle Wurst im wahrsten Sinne. Unglaublich. Okay. Soll ich mal die Steuern mal anheben? Wir haben jetzt nur noch 20. Wir wachsen ja gerade eh nicht. Komm, wir machen mal jetzt die Steuern rauf. Geht die Zufriedenheit zwar runter, aber ich sag's mal so, 10% Grundsteuern ist jetzt nicht so ein Thema eigentlich. Schade, dass man keine richtige Bilanz ansehen kann irgendwie. Das fehlt mir noch so ein bisschen, dass man irgendwie mal genau sieht, okay, was kommt denn jetzt eigentlich rein und was kommt denn jetzt eigentlich genau raus. Nahrung geht zur Neige. Ja, Nahrung geht eindeutig raus, würde ich mal sagen, ne? Aber wir haben ja jetzt noch einen Gemüsehof aufgemacht. Eier sind eigentlich genug am Start. Bären fehlen halt, ne? Aber wir haben jetzt da zwei Leute eigentlich, die das machen sollten mit Bären. Also müsste eigentlich kein Problem sein, nicht wahr? Aber ja, manchmal ist es eben dann doch ein Problem. Vielleicht sollten wir mal die Gebäude einfach noch vergrößern, dass wir vielleicht noch ein oder zwei Familien dazu bekommen. Dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Spielraum haben bei den Mitarbeitern auch noch. Wir sehen aber, wir haben 5 große Schilde und 2 Speere. Also das ist eigentlich schon mal ja nicht schlecht. Kann ich hier die Gebäude noch irgendwie mal nochmal aufwerten? Bedürfnisse nicht erfüllt. Nee, ich glaube, wir brauchen vorher echt nochmal eine andere Nahrung noch. Das ist so ein bisschen das Problem gerade. Aber wir kriegen halt hier jetzt Flachs erstmal. Und so kann ich natürlich jetzt die Gebäude nicht upgraden. Ha. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist natürlich so eine Sache. Na gut, dann machen wir mal lieber die Geschwindigkeit mal ein bisschen rauf. Da bin ich jetzt quasi in so einer Art Deadlock gefangen, so ein bisschen. Also ich kann jetzt keine Gebäude upgraden, weil mir das Essen fehlt. Essen kann ich nicht bekommen, weil ich gerade beim Feld Flachs anpflanze wegen dem Fruchtwechsel. Also ich brauche ja das Brot. Ich kann ja nicht irgendwas nehmen. Ja, und das heißt jetzt, da ist Geld entstanden. Das ist immerhin schon mal gut. Das sind die 85 von den Schilden, die wir weggehandelt haben. Jetzt dürfte man eigentlich auch keine mehr haben. Von den kleinen Schilden. Haben wir auch nicht. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wir hatten ja hier eine von den Werkstätten gemacht. Hier war ja eine Werkstatt für die großen Schilde, genau. Wir haben jetzt 4 große Schilde und 2 Speere, genau. Und hier hat er ja auch Bretter, das heißt, der produziert jetzt gerade auch. Und da haben wir nochmal was bekommen, sehr schön. Der produziert jetzt ja hier auch die großen Schilde, aber die bringen uns ja jetzt erstmal eh nichts, wenn wir nicht auch noch Speere zusätzlich produzieren können. Was wir ja gerade nicht können, weil wir ja gerade keine Schmiede haben dafür. Wir können ja mal Folgendes tun. Wir können ja mal hier bei der Schmiede jetzt einfach mal umstellen. Wo war das jetzt wieder, die Schmiede? Das ist auch ein bisschen doof, dass man das immer so schlecht erkennt, wo jetzt da konkret der Produktionsbetrieb ist. Wir stellen jetzt hier mal wieder um auf diese Schilde. Ungeschützte Vorräte werden durchnetzt. Feindliche Einheit gesichtet. Was? Wo? Wat, wie? Wer? Was? Oh. Oh, das sind ganz schön viele. Oh, das sind ganz schön viele. Oh, warte mal, wo sind denn die gerade konkret? Oh, die sind ja schon auf dem Weg hierher. Mal ganz kurz, mal Pause, mal. Toll, wir haben 110 Münzen. Jetzt muss ich aufpassen, warte mal. Wie viele Leute haben wir zur Abwehr jetzt konkret? Naja, wir haben halt immer noch nur die 25 Leute, ne? Ganz ehrlich, da weiß ich nicht, ob das ausreicht.
Bei drei Kompanien, die da jetzt auf uns zukommen, brauchen wir, glaube ich, jetzt doch noch mal Söldner. Warte mal, Söldner anheuern. Was haben wir denn für Auswahl? Die abtrünnigen Söhne haben wir wieder. Okay, dann heuern wir jetzt einfach mal. Nicht genügend Mittel in der Schatzkammer. Bitte was? Kosten für die Schatzkammer für jeden Dienstmonat. Wieso haben wir nicht genug Mittel in der Schatzkammer? Was ist da los? Schatzkammer, euer persönliches Geld kann für diplomatische Zwecke zum... Ja, wieso ist denn da eine Strinne? Wie kann das sein? Warte mal, wieso ist das so? Das verstehe ich nicht. Hier, wir haben doch Steuern, wir haben doch alles, wir haben doch alles. Verstehe ich nicht. Wieso habe ich kein Geld in der Schatzkammer? Ah! Wie kriege ich Geld in die Schatzkammer? Wie mache ich denn das? Verdammt. Wie kriege ich denn Geld in meine... Ja gut, dann müssen wir es so abwehren halt jetzt. Das hilft alles nichts. Ich verstehe nämlich gerade nicht, warum... Da steht doch... Achso, 11 plus 0. Ja, okay, da ist kein Plus. Aber warum ist da kein Plus? Das verstehe ich nicht. Euer persönliches Geld kann für die... Ja, sagt mir nicht, wie ich es kann. Was ich damit kann, sagt mir, wie ich es kriege. Das ist ja mal wieder echt lustig hier. Besiedeln einer neuen Region. Ja, das ist auch noch so eine Frage. Wie kann ich das eigentlich genau machen? Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Vor allem, ich hatte auch keine Vorwarnung bekommen, dass da jetzt die Gegner kommen. Ne? Die kommen jetzt da einfach eingeritten. Ja, sind schon da und hast du nicht gesehen. Wie kriege ich Geld in meine Schatzkammer? Ich erhöhe jetzt einfach nochmal die Steuern. Das ist immer das, was einem dann einfällt. Ja? Hauptsache Steuern drauf. Wird aus dem Wohlstand entrichtet, ja. Die Kirche enthält einen Anteil der überschüssigen Nahrung und steigert im Gegenzug euren Einfluss. Die Kirche erhält einen Überschuss. Das ist gar keine Steuer. Runtersetzen, runtersetzen. Die Kirche verbraucht einfach nur Nahrung. Aber die steigert meinen Einfluss auch irgendwie nicht. Der Einfluss stagniert. Tolle Wurst. Kannst du nicht Stadtgeld in die Stadtkammer transferieren? Ja, wie? Ich kann hier nicht draufklicken. Ich kann hier nichts machen. Warte mal, können wir hier irgendwie draufklicken oder so? Geht da irgendwie was? Nee, renamen wollen wir nicht. Gesetze, das bringt nichts. Nackte Panik, weil wir haben ja Geld. Es ist ja nicht so, dass wir kein Geld haben. Aber ich muss es halt in der Schatzkammer haben. Ich darf es nicht im Regionsvermögen haben. Hast du den Steuereinnehmer? Ja, habe ich gemacht. Sonst könnte ich ja das mit der Steuer gar nicht einstellen da. Neue Söldnerkompanien. Ja, okay, wir können ja gleich mal... Gut. Hier, guck mal, da ist es mehr geworden. Es ist mehr geworden gerade. Aber es reicht, glaube ich, vorne und hinten nicht. Es ist mehr geworden. Vielleicht muss ich doch die Grundsteuer anheben nochmal. Warte mal. Was ist denn, wenn wir hier bei Steuern... Was sagt das hier? 20% wird aus dem Wohlstand entrichtet. Monatliches Besteuerung. Komm, wir machen nochmal hier 30% jetzt. Wir müssen jetzt mal die Steuern richtig knallhart anheben. Vielleicht, wenn noch ein Monat vorbei ist, vielleicht kriegen wir da nochmal was rein. Vielleicht reicht es dann aus, um die Söldner zu bezahlen. Vielleicht kommen die dann noch rechtzeitig. Ach du meine Güte. Okay, das habe ich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Aber guck mal, das ist auch verwirrend. Obwohl da jetzt mehr dazugekommen ist, steht da jetzt hinter trotzdem plus 0. Also ich weiß trotzdem nicht, welcher Cashflow da jetzt anliegt. Also bei den Statistiken müssen sie eindeutig noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist eindeutig noch nicht... Du hast noch keinen richtigen Überblick, was, wie, wo reinkommt und wo das herkommt und warum. Also das ist eindeutig noch zu dünn. Ja, weil hier muss ja eindeutig auch eine Zahl stehen, wie viel Plus mache ich denn, ja? Ich war jetzt bei 11 vorher, das heißt, ich habe jetzt 36, das heißt, ich habe jetzt 25 Plus gemacht. Aber da steht kein Plus dahinter, ja? Das ist halt, schwierig. Schwierig, schwierig, weil so kannst du natürlich deine Finanzen überhaupt nicht planen. Ah, das ist auf jeden Fall herrlich, ja? Aber wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal auf einem Stand, wo es nicht mehr ganz so kritisch ist, was einige Sachen angeht. Ich mache jetzt hier noch einen Bärensammler. Denn offensichtlich brauchen wir mehr Nahrung. Gemüse reicht auch nicht mehr aus. Okay. Das ist natürlich blöd jetzt. Produziert der hier jetzt wenigstens noch die Schilde? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben 14 Bretter. Also von daher müsste doch da eigentlich was passieren, oder nicht? Vielleicht brauchen wir mehr Leute im Lagerhaus. Da sind zwei von diesen Schilden. Sie müssten ja dann eigentlich verkauft werden auch. Mal gucken. Handel. Waffen.
Zwei Schilde, genau. Die müssten ja dann als nächstes verkauft werden. Müssten wir ja 10 Wohlstand bekommen eigentlich. Hast du keine Bogenwerkstatt? Das haben wir noch nicht gemacht. Ich dachte halt, ich kann mir mal eben schnell mal einen Söldner anheuern und bin da jetzt nicht groß angewiesen drauf, dass ich da jetzt irgendwie, ne, Bogenschützen machen muss und so. Weil wir hatten ja die letzten Bogenschützen angeheuert. Aber da habe ich halt nicht bedacht, dass ich das ja bezahle aus der Schatzkammer. Das hatte ich beim letzten Mal schon nicht richtig verstanden. Ey, ich hatte nämlich gedacht beim letzten Mal, dass das Regionsvermögen dafür herhalten muss für die Söldner. Und da hatte ich mich schon gewundert, warum das nicht runtergeht. Das war nämlich aus meiner Schatzkammer damals abgezogen worden, das Geld für die Söldner. Und nicht aus dem Regionsvermögen. So, warte mal, ich gucke jetzt mal schnell. Können wir jemanden einstellen jetzt, der vielleicht billiger ist? Das Schlimme ist da dran auch, die Söldner, ja, die kosten 45, wir haben aber nur knapp weniger. Wir haben 9 zu wenig. Das ist halt auch so ärgerlich jetzt. Wir wären eigentlich in der Lage, sie anzuheuern, aber uns fehlt halt ein kleines bisschen Geld. Und wir können auch kein Darlehen oder so mal aufnehmen oder irgendwie anderweitig jetzt Geld in die Schatzkammer irgendwie rüberschieben oder so. Das geht halt nicht. Ja, wir müssen jetzt halt damit leben, dass wir da jetzt das verpennt haben, so ein bisschen. Ich könnte jetzt vielleicht die Armee schon mal zusammenstellen und die schon mal gegen die Nasen da anrennen lassen, damit die schon mal verlangsamt werden. Damit die jetzt nicht direkt hier in die Burg einfallen. Warte mal, Armee. Machen wir das mal. Sammelt euch mal hier und ihr sammelt euch mal hier. Ich weiß auch gar nicht, die hier, das Gefolge, da weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, was die genau machen. Also was das genau für ein Haufen ist. Müssen wir mal gucken. Effektivität ist jetzt auch nicht besonders hoch. Müdigkeit minus 5. Kletter 2%. Zusammenhalt steigt ab. Okay, naja, müssen wir mal gucken. Machst du nicht deine Wirtschaft kaputt, wenn sie abgeschlachtet werden? Wenn die hier einreiten, dann ist nichts mehr da, was irgendwie in irgendeiner Form als Wirtschaft bezeichnet werden kann. Wir müssen das jetzt machen. Hilft nichts. Vielleicht regenerieren die sich dann auch nochmal. Wenn die jetzt verlieren sollten, guck mal, die sind eh auch schon fast zur Hälfte da. Wir müssen uns jetzt mal in Position bringen, dass wir den Krieg hier nicht direkt in die Stadt holen. Ich glaube, das ist besser. Okay, die haben aber anscheinend Speere und sowas. Also die sind nicht völlig unbewaffnet, die Nasen. Und hier kommen die anderen. Speerkämpfer-Miliz. Oh Gott, das sind so wenige, ey. Guckt euch das mal an. Das ist gerade mal eine Kompanie, wenn überhaupt. Oh Gott. Na gut, müssen wir mal schauen, ne? Zur Not müssen wir halt, wenn das jetzt schief geht. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer von denen jetzt stärker ist. Moral ist auf jeden Fall erstmal gut. In Heimatregion. Okay, wir sollten auf jeden Fall in der Heimatregion kämpfen. Damit sie die plus 90 bekommen. Wir sollten nicht rauslaufen. Zusammenhalt plus 2. Müdigkeit. Rennen die gerade? Hört mal auf zu rennen. Lauft mal normal. Geht mal einfach normal da lang. So, warte. Und dann gehen wir mal hier hin auf diesen Hügel. Denn die kommen schon zielstrebig auch zu uns. Okay, das sind 18, 36. Oh Gott, wenn wir doch nur noch mal Söldner anheuern könnten oder so. Können wir mal jetzt noch mal einen Monat vergehen lassen? Bitteschön, damit jetzt noch mal Geld reinkommt oder so. Deine eigene Version von 300, ja. Das sind weniger als 300. Das sind, die kann's ja bald an zwei Händen abzielen, ey, die Nasen. Naja gut, und nee, brauchst schon mehr als zwei Hände. Aber trotzdem, ist schon nicht so geil. Ah, Mensch, ich sag's euch, meine lieben Freunde. Vielleicht können wir sie wenigstens so lange verlangsamen, bis nochmal ein Monat vorbei ist, bis wir nochmal Geld in die Kasse kriegen. Warum brauchen die Monate eigentlich so lange, bis sie... Warum ist am Ende des Geldes immer noch so viel Monat übrig? Frage ich mich. Ich meine, wenigstens laufen die Gegner den direktesten Weg. So kann man ihre Pfade ganz gut voraussehen eigentlich. So, warte mal, wird's denn abschüssig? Wir müssen schon bis hier vorne hinlaufen. Da wird's abschüssig und dann erwarten wir sie einfach, wenn sie aus dem Wald rauskommen. 5 Hände voll. Ja, oder 5 Hände voll. Oh mein Gott. Das sind einfach nur Bauern mit so ein paar Spießen und mit Schilden. Aber ich meine, gut, die Ganoven... Das sind ja nur Leute mit Keulen, oder? Das sind ja hier nur die Räuber. Nee, Moment, die sehen genauso aus wie wir. Die sind genauso ausgerüstet. Das sind nicht mal nur irgendwelche Raufbolde. Das sind gut ausgerüstete Soldaten.
Oh mein Gott, na das kann ja was werden. So, warte mal, Gefolge. Wenn ich jetzt nur wüsste, wer von denen die größere Kampfkraft hat. Effektivität. Die Effektivität bei denen ist höher. Naja, lasst mal sie da mal stehen kurz. Können wir da irgendwie standhaft? Die Soldaten versuchen, ihre Stellung zu halten. Die Verteidigung wird zwar doppelt, aber die Häufigkeit der Angriffe wird halbiert. Ich glaube, das müssen wir dann machen, tatsächlich. Wenn die Nasen da am Start sind, dann müssen wir standhaft bleiben, definitiv. Und einfach sie anrennen lassen. In der Hoffnung, dass vielleicht durch den erhöhten Verteidigungswert, dass wir dadurch dann die Unterzahl vielleicht kompensiert kriegen irgendwie. Okay, dann machen wir mal ein bisschen die Zeitbeschleunigung an, wa? Sie kommen! Wer? Die Marines! Wo? Oh mein Gott! Wie das aussieht. Okay, warte, jetzt wird's gleich ernst. Jetzt wird's gleich ernst, jetzt wird's gleich ernst. Wenn doch nur noch mal ein Monat vergehen würde, dass wir mal endlich die Söldner engagieren können. Das wäre sehr nett. Aber es tut mir den Gefallen nicht, dass noch mal ein Monat vergeht. Wo hatte ich noch mal die Tage gesehen eigentlich? Hatte man nicht irgendwo auch die Tage gesehen? Ah nee, das war, als das Event war, da konnte ich die Tage sehen, die noch ausstehen. Nee, nee. So, okay, warte mal. Die laufen genau auf uns zu. Sie kommen direkt auf uns zu. So, Achtung, jetzt machen wir mal hier den Verteidigungsmodus. Standhaft. Feindliche Einheit gesichtet. Oh mein Gott, meine lieben Freunde, jetzt geht's los. Es geht los, es geht los. Da kommen sie. Ja, das kann ja was werden. Ein Kampf um Leben und Tod. Sie kommen. Bleibt standhaft. Standhaft bleiben. Oh Gott, der kleine Haufen, ey. Der kleine Haufen. 98% Effektivität haben die. Oh, wir sind aber bei 102 und 108 immerhin. Das ist doch schon mal ja nicht schlecht. Wie die chillen hier. Oh, jetzt rennen sie an. Sie rennen an, sie rennen an. Wow. Oh mein Gott. Ja, jetzt werden wir, glaube ich, aufgerieben von allen Seiten. Oh Gott. Da geht die Effektivität schon massiv runter. Wie sieht's bei den Gegnern aus? Die verlieren auch irgendwie gar nichts. Nur Effektivität verlieren sie. Ha! Speichern abgeschlossen. Hervorragend. Perfektes Timing. Meine Speerkämpfer-Miliz hat keine wirkliche Effektivität mehr. Wie sieht's aus mit den... Oh, das Gefolge sieht aber noch ganz gut aus, muss ich mal sagen. Aber die haben ja auch gerade nicht so viele, mit denen sie sich rumschlagen müssen. Ich habe irgendwie überhaupt keinen richtigen Überblick, wer da jetzt die Oberhand gewinnt. Da ist einer hauen und stechen, Alter. Oh, da ist einer umgefallen von den Gegnern. Ich glaube, das ist schon mal gut. Wenn jetzt doch wenigstens der Monat mal vorbeigehen würde. Das wäre schon mal echt nice. Nicht am Rand stehen. Rein. Ein Familienmitglied hat sich angeschlossen. Das ist genau das richtige Timing. Wir brauchen gerade neues menschliches Material. Brauchen wir gerade. Aber eigentlich, warte mal, er sieht eigentlich ja nicht mal so schlecht aus jetzt. Also wir halten uns erstaunlich gut dafür, dass wir da gerade gegen eine dreifache Überzahl kämpfen gerade. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Stay together, genau. Come on! Do it! Ach du meine Güte, wir haben nur noch eine Effektivität von 1%. Aber irgendwie... Die machen doch nur Schnick, Schnack, Schnuck. Ah, der hat den getreten, habt das gesehen? Hat den umgeschubst. Die machen doch nur sowas wie Stein, Schere, Papier oder sowas. Oh, da ist nur noch einer übrig, kann das sein? Von den Speerkämpfern. Na toll. Na toll, na toll. Das kann ja was werden. Ich glaube, meine Speerkämpfer sind gleich weg.
10 von 10 und 4 von 4. 9 von 9? Warum dauert der Mai denn so lange? Wie kann das denn nur sein, dass der Mai so lange dauert? Wo bleibt der Zaubertrank? Ja, der Zaubertrank hat Verspätung. Oh, tolle Wurst, ey. Das Gefolge wird jetzt aufgerieben. Aber es sind immer noch 9 Speerkämpfer am Start. Da bin ich gerade ein bisschen beeindruckt bin ich da jetzt schon, dass die so lange durchhalten. 8 von 8 Speerkämpfern. Ich glaube, das ist dieser Standhaft-Modus. Was haben wir denn da eigentlich noch? Geschossalarm, den brauchen wir nicht ausgewogen. Ohne Boni oder Nachteile. Zurückziehen. Ne, zurückziehen machen wir mal nicht. Die müssen jetzt bis auf Leben und Tod müssen die jetzt kämpfen. Hilft alles nichts. Es geht um alles. Es geht jetzt hier um alles. Macht sie platt. Okay, das Gefolge wird jetzt auch dezimiert. Warum kommt denn nur nicht endlich mal der verdammte Juni? Warum fängt der Juni denn nicht an? Schwert wahnsinnig. Dann könnten wir wenigstens noch mal einen Söldner noch anheuern oder so. Oh nein, okay, die sind tot. Das Gefolge ist dahin gemetzelt. Und jetzt sind die letzten 4 Speerkämpfer dran. Oh Gott, der eine ist schon blutüberströmt, ey. Kann man die irgendwie noch mal motivieren oder so? Wenn ihr es schafft, gibt's Freibier. Sagt ihnen nicht, dass wir noch kein Bier produzieren. Haltet noch ein bisschen durch. Alter, die 3 Leute. Das ist wirklich meine Version von 300. Aber so ein bisschen mit so ein bisschen einer niedrigeren Zahl einfach. Oh Gott, noch 2. Beschäftigt sie noch ein bisschen länger. Wir müssen noch auf die Steuern warten. Wir müssen noch warten, bis die Steuern kommen, damit wir euch noch welche besorgen können. Wenn sie gewinnen, bekommen sie eine Bratwurst umsonst. Oh mein Gott, haltet noch ein bisschen durch. Oh nein, der eine ist umgefallen. Ist nur noch... Nein! Oh nein, die Vorräte haben Wetterschaden erlitten. So, was ist jetzt? Wie viele sind das jetzt eigentlich noch? Jetzt gehen sie wieder, oder was? Wie? Hä, hauen sie jetzt einfach wieder ab? Ah, das war's. War lustig. Wir gehen wieder nach Hause. Hat Spaß gemacht mit euch. Ihr wart echte Sportsmänner. Ja, echt, ey. Die gehen wieder nach Hause, Leute. Die gehen... Moment. Gehen die wieder nach... Ja, die gehen wieder. Die gehen ernsthaft wieder. Hä? Und warum haben wir uns jetzt mit denen geprügelt? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was ist da gerade passiert. Klar gehen die. Die bekommen wirklich Freibier. Ja, aber irgendwas muss doch da jetzt als Ergebnis stehen am Ende. Also ja, wir haben jetzt halt unsere Leute verloren, aber... Aber scheinbar ja auch nicht, weil ich meine, Arbeitskräfte fehlen uns ja anscheinend nicht. Ich hätte gedacht, dass sie ins Dorf einfallen. Das hätte ich auch erwartet. Die sind ja auch eigentlich zielstrebig dahin gelaufen. Ursprünglich wollten sie ja mal da rein anscheinend, aber jetzt gehen sie einfach wieder. 9 sind hier noch übrig und 13. Aber ich muss mal sagen, wir haben sie eigentlich ganz gut in Schach gehalten, dafür, dass wir zahlenmäßig weit unterlegen waren eigentlich. Das war ja Verhältnis 3 zu 1 eigentlich. Naja, nicht ganz, aber ungefähr. Dafür haben wir sie ganz gut aufgehalten, ja. Muss man wirklich auch mal sagen. Wenn wir jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Waffen, ein bisschen mehr Leute gehabt hätten, dann wäre das natürlich noch ein bisschen besser gelaufen. Da muss ich mir gar keine Sorgen machen, wenn die kommen, wie es aussieht. Dann ist das einfach wurscht. Dann lassen wir die beim nächsten Mal einfach reinlaufen ins Dorf, ja. Ich meine, was machen sie denn? Machen ja anscheinend nicht. Und geklaut wird ja sowieso auch schon. Auch ohne, dass da irgendwer ins Dorf einmarschiert. Ja, da kommt ja immer die Meldung, Banditen haben Feuerholz geklaut und was weiß ich nicht alles. Ja, und die sehe ich immer nie. Ich weiß immer nicht, wo die sind. Das heißt halt immer, dass das passiert ist. Aber frag mich nicht, warum oder wie oder was.
Neue Söldnerkompanien. Ach, jetzt. Jetzt ist es soweit. Naja, gut, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr, wa? Besteuerung. Jetzt können wir die Besteuerung aber mal ein bisschen runternehmen, würde ich sagen. Damit wir hier jetzt nicht die Leute zu Tode besteuern. Ich glaube, 20% reicht aus. Oder 30% Grundsteuer ist schon ganz schön hoch. Alter, jetzt ziehen die da einfach ab. Jetzt ziehen die da einfach weg. Vielleicht rufen sie jetzt Verstärkung? Man weiß es nicht. Wie ist denn das jetzt eigentlich? Habe ich jetzt überhaupt die Möglichkeit? Ach, das ist mein Dorf, genau. Ich wollte gerade sagen, hey, wo kommt das Dorf jetzt auf einmal her? Das ist mein eigenes. Es ist manchmal echt nicht so einfach, die eigene Siedlung zu erkennen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Perspektive an. Genau. Kann ich jetzt eigentlich eine neue Division erstellen? 0 von 36, 5 von 36. Wir müssen jetzt mal unbedingt es irgendwie schaffen, dass wir so eine Speerschmiede endlich mal machen. Das wäre mal jetzt ganz gut, dass wir mal selber unsere Waffen herstellen können irgendwie. Oder so ein Bogenschützen-Dingens mal. Aber das Problem ist, da brauchen wir einfach mehr Bretter. Und Bretter waren bisher immer so ein bisschen das Problem. Warte mal, ich wollte jetzt hier nochmal gucken, kann ich jetzt hier was machen? Ich kann immer noch nichts machen. Ach ja, stimmt, das war ja das Problem. Dieses Bridge-Plot-Level war too low. Ist hier schon, können wir hier was machen? Hier können wir was machen! Oh, okay, hier mache ich das jetzt. Was heißt denn Burridge Plot Level too low? Das ist ja eigentlich, ja, guck mal, wir haben das jetzt hier gemacht, ist gut. Ist fein, ja? Ist alles super, my dear friends. Ist alles toll. Ist alles genial. So, und jetzt machen wir hier am besten gleich nochmal eine Aufwertung. Und dann machen wir da noch einen Bogenbauer noch rein, würde ich sagen. Und dann müsste das eigentlich laufen, oder nicht? Und dann haben wir nämlich unsere eigenen Soldaten, können wir ein bisschen größere Armee aufbauen. Die Stufe des Gebäudes. Ja, aber das ist doch eigentlich... Ach so, nee, stimmt. Das hier ist gar nicht geupgradet, sehe ich gerade. Ja, stimmt, ihr habt recht. Dann müssen wir das mal noch upgraden. Haha! Oh Mann, daran lag das. Okay. Ja, dann hat sich das ja auch noch aufgeklärt. Das ist manchmal ja nicht so einfach zu erkennen, ne? Das ist schon ganz schön krass. So, da hinten ist immer noch Daumen runter, warum auch immer. Weil da jetzt wieder kein Brennstoff hingeliefert wird. Okay, dieses Versetzen des Marktplatzes hat gefühlt irgendwie nicht so viel gebracht, was das angeht. Irgendwie hat es das noch schlimmer gemacht, habe ich so den Eindruck. Naja, schon alles ein bisschen merkwürdig. Ein weiteres Familienmitglied. Aber hey, die Familienmitglieder schließen sich immerhin an, ja. Also das ist doch schon mal nice. Wir kriegen mehr Nachschub. Und das ist doch das, worum es geht. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht auch nochmal ein Haus bauen auch. Ein weiteres Familienmitglied schließt sich der niedergelassenen Familie an. Herrenhaus. Nice. Ich mache jetzt nochmal hier ein paar Häuser hin. Nee, warte, nicht so. Sondern mach mal da drei Häuser, genau. Freu dich doch, dass sie so viel Prügel bezogen haben, dass sie abziehen. Ich finde es trotzdem irgendwie seltsam. Also du greitest doch nicht in eine feindliche Region ein, um dann mit leeren Händen wieder zu gehen irgendwie. Also das ist ja irgendwie schon komisch, oder? Also ich hätte ja jetzt gesagt, die hauen uns jetzt nochmal richtig auf die Ömme, plündern unsere Märkte, nehmen alles mit. Und an dieser Stelle endet diese Folge Manor Lords. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Manor Lords, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das wäre eine sehr coole Unterstützung. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder in der nächsten Episode. Bis dann, ciao, ciao.